Nike plant seinen eigenen NFT-Marketplace, beziehungsweise nennt das Ganze erstmal seine eigene Web3-Plattform. Den aktuellen Stand der Informationen zum Projekt .swoosh, den haben wir euch in diesem Video zusammengefasst. Wenn du schon in irgendeiner Weise mit NFTs zu tun hast und möchtest, dass ein bisschen Bewegung in den gesamten NFT-Space für alle kommt, dann lass gerne ein Like für dieses Video da oder abonniere am besten unseren ganzen Kanal. Und wir springen auch mal direkt rein. Die Webseite, um die es geht, beziehungsweise der neue Brand, um den es geht, ist swoosh.nike. Das ist die, man könnte sagen, Web2-Lösung, sprich die Webseite an sich, unter der dann später die Web3-Produkte, beispielsweise NFTs, eben getradet werden können und was es eben sonst noch für Use Cases gibt. Dazu kommen wir gleich. Wie gesagt, das ist die Webseite dazu. Es ist relativ überschaubar. Wir haben noch nicht viele Infos. Cool gemacht natürlich, auch vom Branddesign her. Man ist das ja von Nike eben auch gewohnt, dass das Ganze irgendwo auch eine gewisse Quality hat. Hier findet ihr, wie gesagt, alle Informationen zu der Webseite an sich, bei der dann später wirklich ein ganzer Marketplace eben auch entwickelt werden soll. Interessant, wir sehen es hier in Beta. Beta, wirklich alle großen Brands, selbst Blockchains, beispielsweise Solana, aber auch viele andere eben sagen ganz offiziell, und das finde ich hier ziemlich cool eigentlich auch von Nike gemacht, man ist in der Beta-Phase. Und aktuell, glaube ich, dürfte es fast kein Brand oder keine Technologie im Web 3 geben, zumindest im NFT-Space, die noch nicht, die aus der Beta-Phase heraus sind, könnte man sagen. Denn alles ist, wir wiederholen das immer wieder auch in all unseren Videos, weil es einfach wichtig ist, das zu verstehen, wir sind überall noch in einem extrem frühen Zeitstadium. Das heißt, wir sind so früh dran, es gibt einfach noch keine Blueprints, wo man sagen kann, okay, wir werden dies und so entwickeln. Man ist Teil eines Prozesses eben. Deswegen ganz cool eigentlich, dass hier wirklich auch das Beta mit hinzugefügt wurde. Finde ich ein cooler Move. Und weiter werfen wir mal einen Blick auf Vogue Business. Dort wurde nämlich so die erste Veröffentlichung gemacht zum Thema Web3 NFT-Shop von Nike. Und hier heißt es, und das finde ich eigentlich auch ganz spannend, a new platform from Nike Virtual Studios aims to onboard the Web3 curious among Nike customers with roadmap that borrows from Artifacts Playbook. Also hier Nike Artifact, ihr kennt das ja bereits, die beiden haben ja schon vor über einem Jahr gepartnert und sind gemeinsam quasi an den Stand ihrer NFT-Kollektion gekommen, an dem sie heute sind. Sehr qualitativ, ein absolutes Leuchtturmprojekt im NFT-Space. Interessant hieran eben vor allem eben auch der Satz, aims to onboard the Web3 curious among Nike customers. Das heißt, man versucht natürlich mit der eigenen Plattform eben das Ökosystem eben am potenziellen Kunden weiter auszubreiten. Und es zeigt eben auch nochmal, dass selbst so ein weltweit großer Brand wie Nike durchaus auch Probleme hat, in Anführungszeichen, seine digitalen Collectibles, seine NFTs eben auch an die Leute zu bringen. Das heißt, man muss das Ganze Onboarding freundlicher gestalten. Das ist ja eins der größten Probleme momentan im NFT-Space eben auch. Und das hat Nike dann hier mit .swoosh eben auch vor, sich die eigenen Customer anzuschauen und zu sagen, okay, da scheint es ja wahrscheinlich noch mehr Leute zu geben, die prinzipiell Interesse an unserem Brand, auch an unseren Produkten eben haben. Und die sind jetzt die neue Zielgruppe, denn alle, die bisher ein NFT aus dem Nike-Kosmos, zum Beispiel CloneX eben haben oder hatten, die sind ja in der Regel bereits NFT-educated. Und hier möchte Nike eben nochmal die andere Zielgruppe eben auch ansprechen. Wir wollen euch allerdings noch einen weiteren sehr wichtigen Takeaway von diesem Announcement von Nike mit auf den Weg geben, und zwar hier vom Lead of Nikes Blockchain Web3 und Metaverse Strategies. Wir haben das hier mal markiert, ein Quote von ihm: The platform will be a place for people to buy, show off and trade digital and virtual products, unlock accesses to events and products and co-create products. Also, es soll oder wird nicht einfach nur schlichtweg ein NFT-Marketplace werden, das swoosh.nike, sondern es wird wirklich ein eigenes Entry-Gate, kann man sagen, zu allem, was das Web3 mit NFTs im zukünftigen Metaverse ebenso an Möglichkeiten gibt. Man liest hier eben auch raus und man merkt eben auch, dass das noch nicht ganz so klar ist, wohin die Reise gehen wird, aber grundsätzlich wurde verstanden, dass digitale Assets und alles, was das Web3 ebenso mit sich bringt, durchaus einen sehr, sehr großen Wachstumseffekt eben auch für den Brand Nike mit sich bringen kann. Und wie gesagt, es wird dann höchstwahrscheinlich nicht einfach nur ein stinknormaler NFT-Marketplace, sondern deutlich mehr als das. Was es genau wird, werden wir sehen. Eine Sache, die irgendwo absolut Sinn macht, in die jeder NFT-Creator früher oder später auch auf dem Schirm haben sollte, ist wirklich die Frage, braucht man einen eigenen NFT-Marketplace? Ich würde sagen, hier gibt es ein ganz klares Jein. Wir haben bisher gesehen, dass natürlich alle großen Brands im Web 2, wenn man so möchte, natürlich auch über die Jahre, heute scheint das ja völlig Standard zu sein, einen eigenen
sehr produktiven und vor allen Dingen auch extrem gut aufgebauten Online-Shop eben haben. Ihr könnt einen Online-Shop bei Nike, aber auch bei Adidas und bei anderen Brands natürlich online physische Produkte eben kaufen. Völliger Standard heute eben auch. Im NFT-Space, quasi eine Phase weiter, wenn man so möchte, ist es eben noch nicht ganz so weit. Momentan ist es noch so, dass die ganzen Kaufprozesse, Verkaufsprozesse und so weiter eben alle über einen dritten Marktplatz, in der Regel ist das OpenSea, Rarible und so weiter, eben abgewickelt werden. Das kann natürlich langfristig nicht das Ziel sein von so einem großen weltweiten Brand wie zum Beispiel Nike, aber auch den anderen. Das heißt, wir werden natürlich in der Zukunft sehen, dass viele, viele Brands ihre eigenen Marketplaces eben aufbauen werden. Und wahrscheinlich wird es nicht einfach nur ein Marketplace, um seine NFTs zu traden, sondern wie es hier eben auch beschrieben wurde, dass es eben auch ein Ort eben sein kann, an dem man noch viele, viele andere Dinge eben auch machen kann. Und ich denke, dass das, wie gesagt, ganz, ganz viele Brands eben machen werden. Entweder A, sie bauen ihre eigenen Marketplaces, oder B, sie bekommen ein Tool an die Hand, in dem sie zumindest die Technologie eines Marktplatzes aufgreifen können, aber dann bitte so durchbranden können, dass es wirklich auch nach Nike oder welchem Brand eben auch immer aussieht. Was wir da aktuell bei OpenSea oder Rarible sehen, ist noch nicht wirklich cool, muss man sagen. Da hat man als Creator oder als Brand eigentlich kaum die Möglichkeit, seinem Brand wirklich eben auch astrein zu kommunizieren. Das ändert sich natürlich, wenn man seinen eigenen Marktplatz entsprechend aufbaut. Letzten Endes kann man es auch so vergleichen, wenn ihr eure Nike-Klamotten kauft, dann würde Nike ja im Web 2 auch nicht einfach nur alles über Amazon verkaufen, sondern natürlich baut man auch seinen eigenen Shop, wo man seine eigenen Infrastrukturen, seine Kunden, aber eben auch sein Brand irgendwo ein bisschen kontrollieren kann. Ist natürlich viel, viel effizienter, als da immer auf eine Drittpartei angewiesen zu sein. Und eigentlich ist es, wie gesagt, nur konsequent, dass Nike das macht. Und ich bin mir sicher, wir werden noch viele, viele andere Brands sehen, die ihre eigenen Online-Shops, Web3, Online-NFT-Shops aufbauen. Vielleicht werden sie auch irgendwann so heißen oder mindestens eben eine Software nutzen, bei dem sie das Ganze nach ihrem eigenen Gusto full-on durchbranden können. Und wenn wir schon dabei sind, die wichtigen Quotes herauszuschneiden, dann habe ich noch 3 Stück für euch, die absolut relevant sind für den weiteren Werdegang für alle NFT-Creator, aber offensichtlich eben auch für Nike hier. Und zwar steht hier unter anderem geschrieben, "We're not going to sell you anything right away. We're going to move into taking our time to educate." Da muss ich sagen, guter Move, Nike. Da sind wir schon deutlich früher drauf gekommen, dass wir erst einen Education-Part machen und später schauen, was für ein NFT-Drop oder was für eine Kollektion bestmöglich passen könnte. Weiter heißt es bei einem anderen Quote, den wir euch auch nicht vorenthalten wollen, zu finden auf blockchaincouncil.org. "While earlier Nike and Artifact Drops were all released upon this Ethereum mainnet, the NFT clothing from Nike would be produced on Polygon, another Ethereum sidechain platform." Das macht natürlich auch Sinn, denn die extrem hohen Gas-Fees und teilweise auch die langsame Arbeitsgeschwindigkeit von Ethereum, das kann natürlich auch noch nicht alles gewesen sein. Die Dinge müssen A, günstiger und B, vor allem schneller werden. Ob es jetzt unbedingt Sinn macht, hier auf eine Layer-2-Lösung wie Polygon zu setzen, das weiß ich noch nicht. Es würde mich nicht wundern, sobald Ethereum eben auch in der Geschwindigkeit und mit den Gas-Fees vor allem deutlich günstiger wird, dass natürlich Tier-1-Brands wie Nike auch wieder auf eine Layer-1-Blockchain zurückgehen könnten. Aktuell allerdings ist es unglaublich schwierig, im Web 3 digital irgendeine Form von Wachstum eben zu produzieren, wenn man natürlich noch mit einer Blockchain arbeitet, die so unglaublich teuer vor allem im Bereich der Gas-Fees eben ist. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Move, dass man hier von Nike, von Ethereum eben zu Polygon gewechselt ist. Ein weiterer sehr interessanter Quote, den wir euch auch noch mit auf den Weg geben wollen, und der ist auf fastcompany.com zu finden und steht eigentlich direkt oben in der Headline drin: "Nike.swoosh will sell NFT shoes starting under $50. Das ist auf jeden Fall ein bisschen ein Novum. Man muss hier nämlich sagen, dass Nike erkannt hat, dass man ein NFT nicht unbedingt zu einem krassen Luxusprodukt machen sollte. Aktuell läuft es allerdings so, dass fast jedes NFT ist gleich einfach ein Luxusprodukt. Wer allerdings massenkompatibel werden möchte, eben der muss dafür sorgen, dass NFTs natürlich auch günstiger werden. Ob in diesem NFT-Shoe, was jetzt da dahinter steckt, was der Use Case ist, ob da ein physisches Produkt dran steht, ob das jetzt teuer ist oder günstig ist, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden und vor allen Dingen auch der Brand Nike selber natürlich, was er mit diesem $50 NFT seinen Customers eben auch mit auf den Weg geben möchte. Allerdings grundsätzlich, dass man eben beginnt, NFTs, Stablecoin, wenn man hier wirklich auch einen Dollar eben auch nimmt, also ein USDC zum Beispiel, und B, eben nicht, sage ich mal, das Entry Gate gleich bei $300 oder mehr anzulegen, sondern in welcher Form auch immer erstmal ein bisschen nach unten zu holen, dann haben wirklich alle was davon. Nike als Creator des NFTs, aber auch die NFT-Holder eben, weil natürlich der gesamte Kosmos, wenn es günstiger wird,
vor allem aber auch schneller und natürlich auch die Gas-Fees günstiger werden, dann haben wirklich alle was davon und dann kann man hier wirklich auch eine Plattform schaffen, die mehr ist als einfach nur ein NFT-Marketplace, sondern wirklich auch echtes User-Engagement mit NFTs eben auch möglich macht. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Like für dieses Video da oder abonniere am besten unseren ganzen Kanal. Dann können wir gemeinsam dafür sorgen, dass so ein bisschen Bewegung in den NFT-Space für alle kommt.